Liebe Zuschauer, Zertifikate sind gar nicht echt und die haben gar keinen Bezug zur Börse. Das ist ein gängiges Vorurteil. Und dieses Vorurteil hält viele Anleger davon auch ab, in Zertifikate zu investieren, denn sie haben ja nicht verstanden, was es ist. Was ist denn nun drin in einem Zertifikat? Das besprechen wir in unserer Sendung Zertifikate aktuell mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Ehrt. Ja, Zertifikate sind nicht echt und nur ein Rechenmodell und das kann ja alles gar nicht sein. Das gibt es gar nicht richtig. Viele Anleger scheuen deshalb Zertifikate. Gibt es Zertifikate, sind die echt? Was sind die? Ja, ich glaube, viele Anleger denken, ein Zertifikat wäre rein virtuell und nur ein reines mathematisches Modell. Und das ist es nicht. Ein Zertifikat wird auch konstruiert. Und natürlich, so wie wir heute auch beim Automobilbau beispielsweise, das Auto wird erst am Computer gebaut, sozusagen wird auch ein Zertifikat erstmal über ein mathematisches Modell gebaut. Aber dann, wenn das Modell steht, dann wird es in die Praxis umgesetzt und dann wird es mit echten Komponenten gebaut über Finanzinstrumente. Also das ist dann kein virtuelles Modell mehr, genauso wie beim Auto. Man hat zwar die Konstruktion am Computer gemacht, die Umsetzung macht man dann und in diesem Fall meist über die Börse oder über Terminbörsen. Machen wir es mal an einem Beispiel fest, an einem beliebten Beispiel, an einem einfachen Beispiel, Discount-Zertifikate. Man steigt sozusagen mit einem Rabatt in den Markt ein. Ist natürlich die Frage, wie kommt der Rabatt, wie kommt der Discount in das Discount-Zertifikat? Ja, also das ist bei Zertifikaten, also es ist kein Hexenwert, das ist ganz wichtig. Dafür, dass man was kriegt, nämlich den Rabatt, muss man auch immer was geben. Nämlich die Chance auf weitere Kurssteigerungen. Und ein Discount-Zertifikat kann man beispielsweise auch selber bauen, mehr oder weniger. Man kauft eine Aktie und verkauft gleichzeitig das Recht an Kurssteigerungen oberhalb eines vordefinierten Niveaus. Also da begrenzt man sich, das ist dann der Cap. Und dieses Recht, an weiteren Kurssteigerungen teilzunehmen, das hat natürlich einen Wert. Und wenn man dieses Recht verkauft, kriegt man sozusagen Geld, was einem einen günstigeren Einstieg in die Aktie ermöglicht. Also früher gab es das auch, teilweise haben das viele Leute auch mit größeren Depots gemacht, über Stillhalterpositionen. Da wurden die Aktien quasi eingefroren, gleichzeitig die Optionen über die Eurex von der Bank verkauft. Das Ganze zusammen kann man einfach auch zusammenfassen als Discount-Zertifikat und dann ganz normal über die Börse handeln. Kann es ja auch sein, dass auch die Rechnung bei einem Discount-Zertifikat mal nicht aufgeht und man als Anleger verliert. Gewinnt dann der Emittent, gewinnt dann auf der anderen Seite die Bank? Ja, das ist ein häufiges Vorurteil nach dem Motto, wenn der Kunde verliert, gewinnt die Bank oder umgekehrt auch, wenn der Kunde gewinnt, verliert die Bank. Das ist natürlich falsch. Also das ist ganz wichtig, das ist eines der größten Vorteile. Die Bank bildet immer oder der Emittent bildet immer die Position des Kunden nach. Das nennt man Hedgen. Also er versucht das, was der Kunde kauft, bildet er in seinem auch nochmal nach. Das heißt, wenn die Position des Kunden an Wert gewinnt, gewinnt auch die Position, die Bank nachgebunden hat, an Wert. Beides gleicht sich damit wieder aus. Also beide gewinnen? Beide gewinnen, ja. Wobei die Bank natürlich immer das ausgleichen muss und per Saldo null dasteht. Das wäre natürlich dann für die Bank nicht optimal, sondern die Bank verdient mehr oder weniger daran, dass sie noch eine Marge dafür erhebt in ihren Produkten. Das kann man offen sehen, das steht bei den Produkten auch drauf, das kann man nachlesen. Also sozusagen einen teureren Verkauf als den Einkauf. Und das kann man so ein bisschen auch mit dem Großmarkt vergleichen. Also der Emittent kauft auf dem Großmarkt beispielsweise die Terminbörsen ein und verkauft es dann über die Börse an den Anleger weiter und versucht dadurch, dass er in großen Massen, sage ich mal, kauft, dann einen Gewinn zu erzielen. Und last but not least gibt es natürlich auch den Spread, das kann man auch sehen, an dem der Emittent dann auch verdienen kann. Okay, anderes Beispiel, oder tiefergehenderes Beispiel noch, Hebelprodukte. Wie kommt jetzt ein Hebel in den Turbo? Was muss die Bank dafür für Prozesse anstreben, dass das funktioniert? Ja, das ist übrigens, also das ist mit das Einfachste beispielsweise, wenn man einen Turbo auf eine Aktie hat, dann macht die Bank nichts anderes, als diese Aktie zu kaufen. Der große Unterschied ist, also auch das könnte man natürlich selber machen, nur um den Hebel darzustellen, braucht man entsprechend einen Kredit. Man könnte auch sagen, man nimmt sich einen Kredit und kauft entsprechend mit dem Kredit Wertpapiere. Läuft dann natürlich Gefahr, dass man den Kredit nicht so, also dass man, wenn die Wertpapiere an Kurs verlieren, den Kredit nicht mehr voll tilgen kann. Und das Ganze wird, Sie haben es ja bei den Turbos angesprochen, durch den Knockout durch den Emittenten dargestellt. Der Emittent leiht dem Anleger implizit Geld, um diesen Hebel darzustellen. Wenn aber diese Barriere gerissen wird, wird die Position auf Null gesetzt, dann kommt es zum Totalverlust für den Anleger. Aber der Kredit kann wieder zurückgezahlt werden. Also das ist sozusagen eine kreditfinanzierte, sage ich mal, Wertpapierkauf, der halt in diesem Turbo dargestellt ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass die Konditionen da auch viel günstiger sind. Also wenn man selber das machen würde, was auch nicht zu raten ist, vielleicht kreditfinanzierte Aktien zu kaufen, dann wird sicherlich der Zinssatz höher sein, als wenn man das Ganze in einem Konstrukt, in einem Hebelpapier kauft, wo der Emittent jederzeit dazu oder das hinkriegt, dass der Kredit oder die Kreditsumme nicht angegriffen wird und der Kredit zurückgezahlt werden kann.
Kredit hin oder her. Nun könnte man ja auch sagen, bei Sonderereignissen macht man sich es ganz einfach. Zum Beispiel, wenn eine Aktie eine Dividende gezahlt hat und Ex-Dividende notiert, geht man einfach short und gewinnt ohne Ende schon vorausberechenbar. So einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Ja, also es gibt dieses berühmte Sprichwort, there's no free lunch. Also es gibt kein kostenloses Essen an der Börse. Und das ist natürlich klar, weil ein Dividendenabschlag, wie Sie es besprochen haben, also man muss bei den Zertifikaten oder auch bei auch anderen Produkten immer die Derivate auch an den Terminbörsen werden immer gleichgestellt und man wird immer gleichgestellt gegenüber dem Aktionär. Und der Aktionär, der die Aktie hält und dann die Dividendenzahlung kriegt, hat ja dann zwar den Kursabschlag in dem Aktienkurs, hat aber auf der umgekehrten Seite dann wieder durch die Dividende natürlich Einnahmen. Und die Summe aus beiden ist das Entscheidende. Der Aktionär hat ja auch nicht verloren mit der Dividendenzahlung und das wird dann berücksichtigt und entsprechend werden die Papiere angepasst. Also Gleiches gilt auch natürlich bei Kapitalmaßnahmen. Also es ist ja nicht so, wenn beispielsweise eine Kapitalmaßnahme stattfindet, nehmen wir zum Beispiel das Thema Bezugsrechte oder Ähnliches, dann kriegt ja der Aktieninhaber diese Bezugsrechte, die er verkaufen kann und die entsprechen dem Wertrückgang seiner Aktie. Aber wenn er sie verkauft, ist er in Summe wieder plus minus null. Das ist ganz entscheidend. Entsprechend werden natürlich die Derivate auch so angepasst, dass sie keinen Vorteil und auch keinen Nachteil gegenüber dem Aktieninhaber haben. Also das ist ein Grundgesetz. Ansonsten würde es natürlich auch so sein, dass jeder sich dann natürlich an der Seite short positioniert, was dann auch gar nicht funktionieren kann, wenn es jeder wüsste. Also schon allein das kann nicht gehen. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Dividendenabschläge etc., Kapitalmaßnahmen, Spin-offs oder Ähnliches, wie wir auch erlebt haben, dann werden vielleicht Körbe gebildet, wo sich dann ein Zertifikat nicht mehr nur auf die einzelne Aktie bezieht, sondern beispielsweise noch mit 0,2% Anteil auf die andere Aktie, die jetzt als Spin-off herausgegeben wurde, weil der Aktionär, der damals diese Aktie hatte, dann auch 0,2 Aktien einer neuen Firma dazugekriegt hat. Also da wird man immer gleichgestellt. Das ist ganz wichtig und das muss man verstehen. Das Grundprinzip ist bei den Derivaten immer, man wird nicht besser und wird nicht schlechter gestellt als der Aktionär selber. Was passiert denn, kurze Nachfrage, eigentlich mit den Dividenden des Basiswertes eines Zertifikates? Also ein Zertifikat schüttet keine Dividenden aus, das ist schon mal ganz klar. Aber entscheidend ist die Dividenden. Beispielsweise, wenn wir das mit dem Discount-Zertifikat gesagt haben und der Emittent würde die Aktie kaufen, dann fließt die Dividende ja an den Emittenten. Der Emittent gibt es aber wieder an den Kunden weiter, indem je größer die Dividende ist, in der Regel auch desto größer der Discount des jeweiligen Discount-Zertifikats ist, weil man das natürlich rausrechnen kann, weil diese Dividendenzahlung natürlich auch noch kommt. Die wird damit berücksichtigt. Also entsprechend verzichtet man zwar auf die Dividende in der physischen Zahlung, kriegt aber in der Regel bessere Konditionen, gerade bei Teilschutzstrukturen, je höher die Dividende ausfällt. Herr Hüppe, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, nein, Zertifikate sind echt und keine rein mathematischen Rechenmodelle. Sie können das börsentäglich nachvollziehen und handeln und sehen es auch in Ihrem Depot. Wenn Sie zum Beispiel ein Discount-Zertifikat erwerben, dann gibt es einen Rabatt im Vergleich zum Direktinvestment, sei es in die Aktie oder in einen anderen Basiswert. Und weil das alles viel war und vielleicht ein bisschen theoretisch, fassen wir das gern nochmal für Sie alles zusammen auf unserer Website von deraktionär.tv.